How could I know what it's like? How could I know what a life? Know a lot of artists who don't like to bring it to light. And I'm included in that, I ain't saying it's right. But it's been pushed out the news, don't look like change will happen soon. Donald Trump is all that they talk about, I'm tired of it too. They only talking about racism when a city's burning up, when cops are getting shot, and when the shooter's getting caught. Peaceful protests rarely get a mention. Y'all demented, this could be prevented. Y'all sensationalize the violence just to get a check-in. What's the message? Only getting heard when you draw the weapon. You wonder why these people getting hurt. You ain't learned your lesson. Interview yourselves, god damn it, that might answer questions. Look at how you rep it, what's projected. Fuck you Fox News, y'all won't ever get it. So I gotta step in, white man from the 307, telling y'all I'm fed up with it. When I woke up this morning in the haters' world. So Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich bin heute bei Pyro Freaks for You, aka Marcel, dem Lappen, und ja, wir werden jetzt erstmal gemütlich hier anfangen mit dem wunderschönen Tischfeuerwerk. Ja, ballert auf jeden Fall. Ja, wir zünden heute Spaßvogel, 0,1 Gramm NEM. Ist heftig. Also wir gehen jetzt zurück, wir haben Sicherheitsabstand. Warte, und ganz wichtig, Kinder. Warte. Ja, Kapuze aufsetzen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die Lunte brennt. Oh! Oh, oh no! Oh. Komm, wir gucken, was ist da drin. Oh Gott. Premium-Luftschlangen. Oh, Alter, die sind so heftig, Junge. So ein Kreisel. Ja, so ein Glitzerscheißzeugs. Glitzerscheißzeugs, man sieht's. Mein nicht Kreisel. Irgendwie. Ja. Passt, ne? Das ist die Ausbeute, Junge. Hier fehlt noch was. Premium. So, Leute. Jetzt wird's nervenaufreibend. Öffne das Case. Dam, dam, dam. Alter, Junge. So Klasse 1 Gedöns drinne. Lol. Mach jetzt mal hier so den Karton ein bisschen. Das ist mega awesome. Also ich hab halt nicht viel so Leuchtfeuerwerk. Leute, Alter. Was ist das für eine Kiste? Kiste Nummer 2 übrigens. Vitrinenkiste. Vitrinenkiste? Mit Schienen. Hauptsächlich Böllern. Hier sieht man das Feuerwerksvitrine. Poster. Oh, Alter. So, dann gehen wir mal so. Es ist dunkel, aber es geht. Alter. Mit so Knallware. Hier mit Pagoda. Nice. Hier halt mit Karate-Cover schon. Also die Nach-Pagoda. Mit Böller. Meine verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, der Cat-Duo zum Beispiel. Also ich habe jetzt, persönlich gehört, Pyro Freaks for You ist ein richtig guter Kanal. Also da würde ich jetzt persönlich schon mal reingucken, so was der macht. Dann haben wir hier so schöne Alte Pagoda, Pyro Cracker. So schon aus. Yo, mega nice. Interessante Reiber, Spezialpitat zum Beispiel. Lizard-Knaller, oder auch hier noch Mo, Nico, Schwärmer A. Kein Schwärmer. Nein, 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 hab ich nicht. Aber die schwärmen noch richtig. Ja, was ist eine Ampel? Dann von Becky Fuck. Kanonenschlag. Yo. Und hier Haufen Böller. Böller zum Beispiel. Hier Super 1 von Komet. Ja, man sieht da richtig krass, Alter, die Wandung. So Leute, mehr Raritäten, wie zum Beispiel von Pyromax, Lady Cracker oder hier richtig viel Bo Peep und ja hier so alle möglichen Böller-Variationen von Komet mit dem Pagoda-Label. Oder? Ja. Blaue Lunte. Die habe ich ja auch, nur nicht mit dem Logo. Bisschen älter. Ja, nice. Auch was Cooles hier. Was ist das, Alter? Das sind solche Knallzischschnüre. Ja! Ja, ich seh's hier, Pulling steht da. Mit Red Lantern Logo. What the fuck? Also uralt.
nämlich hier jetzt in Karton reingehst. Jetzt wird es dir langsam erst richtig interessant. Ich habe eine gar nicht so bade Flu-Tracker-Sammlung. Richtig krank. Das ist so ein bisschen Unterhaltung. Oder? Die Lehen sind so hart. Genau wie mein. Ich weiß, was ich damit mache. Mit den Takes. Leute, hier ist ein Mülleimer. Wir treffen jetzt gleich hier auch so einen Dennis. Wir haben ja den einen Dennis schon aufgesammelt. Der andere Dennis, wie hieß der nochmal? Pyro-Sprengstoff oder Insane Fireworks. Achso, vielleicht kennt ihn jemand. Insane Fireworks war auch der ist ein kräftiger Kommentierer in Streams immer gewesen. Ja. Daher kenne ich den. Ja. Und du beleidigst mich immer. Naja. Leute. Ganz entspannt, erstmal was Food. Und dann wieder zurück zu Marcel. Wollen wir so wirklich KFC oder wollen wir ja, Gymblock? Ja, ja. Anti-Gymblock überhaupt? Nein, KFC, lass ihn KFC. Aber jetzt kommt erstmal fancy Schnittbilder, Leute. Jetzt sieht man die wahnsinnige Kamera. Hier jetzt so mit epischer Musik unterlegt. So, Keller Lady Cracker. Ihr habt's gehört, Keller Lady Cracker. Nein. LOL. Sehr laut. Für die Größe richtig geil. Alter! Alle Lady Cracker. Alter Falter. Yo, der Rauch, Alter, what the fuck. So, jetzt ein Power Cracker. Silberhütte. Aus der Silberhütte. Mal gucken, wie die sind. Ja. Ich hab mich zwar weggedreht, aber. Wir gucken mal auf den Funkenflug, also generell so einfach auf den Reibkopf. Ich finde den wunderschön so. Lecker. Boah, yo. Also, ja, richtig nice eigentlich. Dann jetzt von Keller Cracking Knall mit alten VP. Möge beachten, dass das ältere Artikel sind, Leute. Ja, ist doch ein bisschen gesprungen. Bisschen gehört auf den. Das ist der Vorteil davon, dass man es so bewegen kann mit der Netz. Jetzt die Crackling-Bälle von Keller. Alter, alles klar. Richtig gut ausgeschüttet. Wir kommen so an die Lady Cracker ran, finde ich, von vorne. Ja, ja, doch, doch. Und jetzt noch einer, der letzte. Sehr, sehr schön. Jetzt die Pyro-Cracker aus dem Sortiment. Der ist aus. Warte, ich glaube, der geht sogar noch. Okay, der geht. Ah, der geht wieder an, nice. Boah. Der geht nicht. Ah, der. Also, boah. Alter. Sind auch schon gut laut, oder? Ja, die Schnipsel auf jeden Fall. Ja, ja. Geiles Sortiment, bringt auf jeden Fall Bock. D-Bölle, von was ist der? Von Pyromax. So. Okay. So. Jetzt machen wir hier noch zwei Stück. Noch zwei fette D-Bölle, hoffen auf jeden Fall. Und jetzt hier noch der letzte. Man bemerke diese Verarbeitung. Ich hätte auf jeden Fall ordentlich. Geile Teile. Schnipsel. Nice. So, jetzt ganz romantisch. Die Moskitos von Leslie. Moskito von Leslie. Hast du Feuer? Ja, ich hab Feuer. Soll ich anzünden? Sind beide an. Oder sind einfach. Einen erstmal.
LOL! Okay, aber fail, wir haben hier scheiß Untergrund. Stell mal hin. Versuch mal hinzustellen. Ja, es geht hier schlecht. Ja, es regnet leider. Wir versuchen noch einen. Wow, Alter! Das ist doch ein geiler Artikel. Ja, richtig geil.